So, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Siedler 1, Mission 26. Wir fangen jetzt mal ein neues Level an, starten hier und schauen uns mal die Karte an. Wir haben einen Gegner, den verrückten Bastard, nenne ich ihn einfach mal. So, wo sind wir gelandet? Oh, ach du Scheiße. Die Karte sieht aber voll abgespaced aus, da oben ist mein Gegner. Okay, und hier unten sind wir und der Wichser hat gleich... Ey, der hat Wasser und da unten gibt es aber noch mehr. Und sonst gibt es hier eigentlich nicht viel. Nö. Also das Terrain ist echt übelst. Okay, also. Okay, gut. Was haben wir an Material? 57 mal Waffen. Stein haben wir auch ein bisschen was. So, okay. Alles klar. Dann werden wir das einfach mal versuchen, hier irgendwie weiterzukommen. So, zu meiner neuen Strategie. Ich werde jetzt mal was versuchen. Und zwar werde ich gebäudenah, beziehungsweise zum Erweitern, werde ich mein erstes Gebäude eine Festung machen. Ich möchte mich mal was versuchen, vielleicht scheitert es, vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht. Ich muss jetzt einfach mal abwarten und schauen, ob es so funktioniert, wie ich es vorhab. Als erstes Gebäude, weil okay, wir haben auch nicht so viel Holz, also wird es ein bisschen kritisch. Deswegen werde ich auch gleich dafür sorgen, dass wir vielleicht ein bisschen Holz bekommen. Stein bekommen wir nämlich erst da unten, also oder hier oben, je nachdem in welche Richtung wir jetzt gehen. Aber ich denke mal, dass wir uns eher nach oben hin arbeiten, zu dem hoch, dass wir vielleicht hier irgendwie... den Weg abschneiden können, werden wir zu dem hocharbeiten. Weil ich will nämlich nicht, dass der Arc zu weit kommt. So. Oder warte mal, ich fange vielleicht doch anders an in dieser Mission. Das ist mir zu kritisch. Ich werde jetzt nach oben hin arbeiten zu ihm. So, ihr könnt ruhig das Zeug wieder reinlegen. Ich hoffe, ich habe nichts verschwendet. Nö, alles noch da. Gut. Okay, also, machen wir es anders. Wir gehen jetzt so durch, dass wir hier anfangen mit einem Gebäude. Stinknormales. Hier brauchen wir jetzt mal nicht direkt drüber gehen. Gehen wir lieber außen rum. Wir bauen uns direkt zu ihm nach oben hin. Auch in die Richtung hier. Wir machen zu. Vielleicht bringt es ja was, wie wir es jetzt machen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht baue ich jetzt auch richtig Schwachsinn. So, dann gehen wir noch in die Richtung hier. Da an der Seite nach oben durch. So. Und von hinten her. So, da müssen wir die Wege sparen können. So, und jetzt warten wir mal ab. Jetzt müssen wir erstmal bauen lassen. Erweitern lassen. Und nachher gucken wir, dass wir ein bisschen Material wieder bekommen. Also, Soldaten müssen wir natürlich noch... Brauchen wir hier drin nämlich keine. Erstmal, vorerst. Die Verpflichtung setze ich etwas hoch. Ja. Rekrutierung nach oben setzen. Da hauen wir gleich nochmal ein paar Siedler raus als Soldaten. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr. Dass wir keinen Crap hier rausbekommen, weil Träger haben wir ja für die Strecken hier. Das ist okay soweit. Deswegen setze ich gleich von Anfang an keine Zwischenfähnchen. Ne, das machen wir nämlich nicht. Das braucht mir viel zu viel Rekruten. So, dann werde ich mich erstmal der Landerweiterung widmen, wie gesagt am Anfang. Und später werde ich dann erst Material besorgen. Ich hoffe nicht, dass der hier irgendwie drüber rauskommen wird. Und wenn, dann müssen wir jetzt gleich... Ja, den müssen wir da oben irgendwie einkesseln. Dann müssen wir gleich hinarbeiten zu dem. Dass er das gar nicht irgendwie weit runterkommt. Dass wir auch einen Puffer haben, falls er angreift. Dass wir da eher nach unten gehen mit unseren Materialien. Also hier, sprich dann hier tun wir Holz abbauen. Hier gehen wir dann zu den Bergen hin. Und da kommen wir vielleicht von der Seite auch noch irgendwie an den Rand mal schauen. Wo ist er denn? Ja, da könnten wir es vielleicht sogar schaffen, dass wir von der Seite noch kommen. Müssen wir jetzt mal testen. So, auf jeden Fall baut er jetzt hier schon mal die Erweiterung. In meine Richtung geht er erstmal nicht. Der geht erstmal hier an den Berg. Das ist schon mal gut für uns. So, haben wir wieder ein paar Siedler. Ja. Zwei Stück, deswegen mache ich gleich nochmal ein paar Soldaten. Ja, das sieht ja sehr gut aus. So, da bekommen sie auch das Material. Hier auch.
Immer ein bisschen im Auge behalten. 37, 17 mal Stein. Okay, passt. So ein Penner. Hat direkt einen Teich vor sich hin gekriegt. Das mit der Wüste finde ich gut hier. Da können wir nämlich von der Seite hier kommen. Und hier gehen wir an den Berg ran. Aber hier werde ich dann erstmal nicht mehr weitergehen. Eher hier in die Richtung. Und in die Richtung. Ha, den schnürmen wir die Luft ab. Da oben. Den werden wir schön eindrücken. Dann werden wir die Mission 26 bestimmt auch ziemlich schnell schaffen. Er hat ja auch keine Hilfe. Unser Vorteil. So, wieder zwei Träger. Brauchen wir jetzt auch. Da tun wir jetzt keine Soldaten produzieren erstmal. Wir haben ja eh noch genug. Gut, okay. 16 Stück. Müssen nur das Material ein bisschen in den Augen behalten. So, schon mal die Karte erweitert hier. Jawohl, sehr gut. So, dann gehen wir nämlich gleich hier weiter. Wir vergrößern uns schon mal in seine Richtung, richtig schön akkurat. Gebäude besetzt. Gebäude besetzt. So, in die Richtung gehen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir konzentrieren uns jetzt da nach oben. So, er selber baut hier was hin. Und dort. Kommt erstmal gar nicht auf meine Idee, hier in die Richtung zu gehen. Er kann aber, es kann aber sein, dass er hier hochbaut und dann da rausgeht. Das gibt's natürlich auch. Weil so schnell werde ich nicht bauen können. Da müsste ich ja dann schon cheaten. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Cheats gibt für das Spiel hier. Und wenn, ich will es gar nicht wissen, weil ich sowieso nicht benutzen werde. Sowas. Mache ich nicht. So. Okay. So, und die nächsten kommen. Boah, ich hoffe nicht, dass der da oben rausgehen wird. Ich hoffe, dass er so baut, dass es gar nicht erst klappt. Hm. Er hat schon Material, so wie es aussieht, bald. So, wenigstens brauche ich hier keine Schaufeln. Ah, hier werde ich ihn schon drücken, wenn es klappt. Da geht er raus. Der baut doch schon eine Schmelze. Der macht ziemlich schnell so Sachen am Anfang, ne? Habe ich schon bemerkt. So. Wie viele Träger haben wir? 4. Okay, bis die fertig sind, haben wir wieder welche. Produzieren wir Soldaten. 3, 24. Gut. So, jetzt bringen Material. Komm, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Aber so wie es aussieht, wird der hier... Nein, er wird nicht schneller fertig, denke ich. Da wird meiner wahrscheinlich schneller sein. So, er bringt Holz. Meiner hat Holz. Sehr schön. Gut. Vielleicht sind meine schneller hier. Wäre natürlich klasse, wenn meine Soldaten auch ziemlich schnell dann da wären. Müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Ich sag ja, ich hoffe, dass er hier oben nicht versucht rauszugehen. Ja, dann müssen wir jetzt einfach mal Luft anhalten und versuchen. So, auf jeden Fall ist meiner schon etwas weiter. Und bekommt auch schon das Stein. Sehr gut. Und hier geht es jetzt auch voran. So.
wenn ich es schaffe, dass er keine Landwirtschaft bekommt und kein Essen, dann wird es ja richtig gut für mich. Stein ist da. Hat er jetzt auch gerade gekriegt. So, der kriegt jetzt auch sein Material hier. Aber ich denke, dann habe ich es soweit mal geschafft, dass ich wenigstens das hier habe. Und er hier nicht wegkommt. Also ich hätte einen direkten Weg hier runter gemacht, Trottel. Naja, kann ja nicht jeder so schlau sein wie ich. Ich hoffe, dass meine Soldaten schneller da sind. So, normal müssten sie jetzt ja schon loslaufen. Jawohl, tun sie auch. Passt. Aber für hier reicht es wahrscheinlich nicht. Schade. Also kann es sein, dass sie hier schneller sind. Ja, der holt schon das Material ab. Egal, macht nichts. Dafür komme ich von der Seite. Da kommen sie hier schon mal nicht raus. Und viel Platz haben sie nicht. Und da oben geht bis jetzt auch noch nichts. Hat er fertig? Okay, bei ihm sind sie noch nicht unterwegs. Ich werde es trotzdem versuchen. Dass ich hier vielleicht was hinbaue. Aber erstmal warte ich, bis er fertig ist. Dass er mir hier wenigstens nicht durchgeht. So. Gebäude besetzt. So, er wird hier wahrscheinlich eine Gebietserweiterung machen, jawohl. Da kommt auch schon der Stein. So, hier ist er auch. Hier hat er auch besetzt sein Lager. Kommt hier Gott sei Dank nicht raus, also in die Richtung ist erstmal vorbei. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir hier schneller sind als er. Da kommen auch schon meine Soldaten. Klar, das schaffen wir nicht mehr. Da müssen wir jetzt abwarten. So, jetzt probieren wir es aber erstmal hier. In die Richtung noch. Ah, scheiße, da fängt jetzt schon an mit Bauen. Da wird er wahrscheinlich schneller sein. Okay. Wir versuchen es trotzdem. Vielleicht kriegen wir es ja ein bisschen hin. Lassen wir es ein bisschen gedrückt halten. So. So, Waffen haben wir noch. Also produzieren wir auch noch mal ein bisschen was. Gut. Träger haben wir für hier oben. So, jetzt lassen wir die erstmal fertig machen hier. Und da wird es wahrscheinlich genauso aussehen. Obwohl, wieso kriegt er gerade kein Baumaterial? Wir haben zu viele Bauprojekte, oder? Wir haben nur das eine. Bauen die da oben was? Ach, die haben schon Gold. Okay, ich habe noch gar nicht geguckt. Ich muss erstmal schauen, wie es bei mir aussieht. Jetzt, ja. Ruhig Blut. Hier oben ist jetzt erstmal alles ins Rollen kommen. Die müssen erstmal alle hochlaufen hier. So, jetzt warten wir hier mal kurz ab, was hier passiert. Dann schicken wir nämlich auch gleich unsere Jungs hierher zum Arbeiten. Material haben wir noch ein bisschen. Das ist gut. So, und jetzt? Bringt er das jetzt hierher, oder was? Ich sag ja, oh je, das kann noch ein bisschen dauern, bis wir da oben sind. So, sobald die hier drin sind, werde ich wieder bauen. Und werde den hier dicht machen. Die kommen nämlich hier bis jetzt noch nicht raus. Nein. Die einzige Möglichkeit, wo wir sie noch haben, ist hier. So, da kriegt er schon Holz. Scheiße, der wird schneller sein. Auf jeden Fall. Okay. Ja, weil bis jetzt ist bei mir noch nichts unterwegs. Ah, die bringen es woanders hin.
Was machen die? Land verloren, genau, ein Stückchen. So, und jetzt kommen wir nämlich, genau, von hier versuchen wir jetzt ein bisschen durchzukommen. Oder beziehungsweise versuchen hier ein bisschen einen Widerstand zu bekommen. Wenn wir dann hier abholzen und so, dann werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter rauskommen. Oder vielleicht kriegen wir auch hier dann nochmal was gebaut, hier oben. Eine kleine Absicherung. Auf jeden Fall werde ich hier mal anfangen, den Stein abzubauen. Weil den verschenkt man nämlich nicht. So. Eisen sehe ich bis jetzt noch nicht bei denen. Nee. Haben sie noch keinen gefunden. Okay. Gut. Oh, ich fange an. Mein Holz. Es geht zu lang, aber ich krieg auch schon Stein. Kriegen die schon Stein? Nö, kriegen sie noch nicht. Jawohl. Der ist noch irgendwo anders. Kann sein, wir schaffen's. Aber ob wir sie wegdrücken, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kommen sie dann hier nicht mehr weiter. Weil hier kommt nämlich schon mein Stein und die haben noch gar keinen. Er liegt zwar schon draußen, aber ist noch nicht auf dem Weg. Gut. So. Ja, was kann man noch sagen zu der Mission bis jetzt? Für uns sieht es bis jetzt eigentlich gar nicht mal so übel aus. Und ich kann auch keine Waffen mehr produzieren. Wachen. Ich habe schon alles rausgehauen, aber ist egal, macht ja nichts. Wir suchen dann demnächst nach Material. Und die kommen hier nicht raus bis jetzt. Das ist geil. Von mir aus können sie hier oben machen, was sie wollen. Solange sie mich in Ruhe lassen, ist mir das eigentlich Schnups wie Piepe. Stein kriegen sie immer noch keinen für hier. Meine ist schon da. So. Hier werden sie versuchen nochmal zu erweitern. Okay. Sollen sie ruhig. So, hier kommt's Material. Holz. Aber sie haben immer noch kein Eisen. Aber sie werden hier irgendwo haben, ich weiß es, die haben immer Eisen. Die haben immer alles. Und Kohle haben sie auch noch keins. Aber das wird hier wahrscheinlich irgendwo liegen. Bin da echt gespannt, ob es für uns vielleicht was gibt oder nicht. Hier überhaupt, ne? Aber die werden versuchen, hier rauszukommen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Ansonsten werde ich hier unten zumachen. Nee, das schaffen sie nicht. Da wird jetzt der Widerstand zu groß. Guck mal, wieso kriegen die eigentlich keinen Stein? Hm. Okay. Das haben wir auf jeden Fall gewonnen hier. Das Gebiet. Und vielleicht klappt es ja hier auch. Produzieren die schon Waffen oder so? Gold schmelzen? Nee, noch nicht. Oh, so nah. Das bezweifle ich, dass das irgendwie zum Rauskommen dienen wird. Nee, werden sie nicht schaffen. Und hier wird es auch nicht reichen. So grenznah kann man nicht bauen. Das geht nicht. Und hier unten wird es auch nicht reichen. Also geht doch. Perfekt. So, nicht, dass ich mir hier noch in die Quere komme. Weil die natürlich hier noch zumachen. Gut. Da in die Richtung gehen wir jetzt noch. Hey, wo ist mein Stein? Da kommt er. Junge, Junge. Ne? So, ich hoffe, dass wir die hier schaffen, dass sie hier nicht rauskommen. Ah, das könnte voll knapp werden. Widerstandstechnisch. Ah.
Da bin ich jetzt aber mal gespannt. So, hier kommt Holz für unseren Steinbruch. Und? Ja! Jawohl! Geilomatik, das ist doch mal richtig geil, oder? Yes! Okay, hier in die Richtung geht erstmal nichts mehr. Ja, yeah. Okay, wir haben sie. Wir haben sie voll am Sack. Solange sie hier nicht rausgehen, da oben oder so, haben wir sie am Sack. Können wir gemütlich bauen, 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 bis sie halb verrecken. Und dann haben wir es eigentlich. So, der erste Stress ist vorbei für mich. Ich werde jetzt hier die Grenzen noch abstecken. Hier in die Richtung noch. Und dann haben wir eigentlich das Nötigste geschafft. Den so klein halten wie nur möglich. Da braucht man gar nicht versuchen, mich hier irgendwie anzugreifen oder so. Bringt ihm nichts. So, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie er hier noch rauskommen möchte, was er wahrscheinlich eh nicht schaffen wird. Und bis dahin, einen schönen Tag noch wünsche ich euch. Ciao.